Ein bevorstehender Jahreswechsel, das ist immer auch ein Zeitpunkt, bei dem die Einschätzungen der Trendforschung besonders gefragt sind. Was von den Prognosen des letzten Jahres hat sich erfüllt und was wird das neue Jahr bringen? Die österreichische Tageszeitung Kurier hat mich in einem großen Interview dazu befragt, wie ich die Corona-bedingte Zäsur einschätze und was wir für die kommende Zeit erwarten sollten. Der Beitrag ist in der Printausgabe erschienen. Für meine Hörerinnen und Hörer habe ich das Interview nun noch als Podcast eingesprochen. Herzlich willkommen bei Espresso, dem Zukunftsimpuls für den Blick nach vorne. Das Jahr 2020 war eine Zäsur für die Menschheit. Welche Schlüsse sollten wir aus der Corona-Krise für das nächste Jahr ziehen? Ja, ich glaube vor allem jenen, dass das Störgefühl, das wir in Bezug auf die Welt schon davor gehabt haben, sich massiv manifestiert hat. So kann es nicht weitergehen. Das haben wir auch schon vor Corona empfunden, zum Beispiel in Bezug auf den Klimawandel oder auch auf die Arbeitswelt. Corona ist jetzt ein ungebetener Evolutionsbeschleuniger geworden, den wir dazu nutzen müssen, um zu fundamentalen neuen und lohnenden Antworten zu kommen. Werden wir wieder zur alten Normalität zurückkehren oder ist das vorbei? Das ist ganz sicher vorbei. Eine Impfung ist ja keine Zeitreise, sie kann den alten Zustand nicht wiederherstellen. Wir werden nach Corona nicht in das gleiche Leben zurückkehren. Mit dem Begriff Normalität hat das aber ohnehin nichts zu tun. Natürlich ist Corona eine gewaltige Turbulenz, eine Zäsur in unserem Leben, aber die Zeit war auch schon vor Corona nicht normal, sondern von Wandel und gesellschaftlichen und politischen und wirtschaftlichen Verwerfungen geprägt. Welche großen Trends haben sich nun für die Zukunft manifestiert? Vor allem hat es uns in vielen Bereichen die Absurdität dessen vor Augen geführt, wie wir bislang oft unseren Alltag bestritten haben. Und dass es sehr valide Alternativen dazu gibt. Muss ich als Anwalt oder als Berater für ein 2-Stunden-Meeting in Deutschland wirklich von Wien aus ins Flugzeug steigen? Bis vor 12 Monaten hat die Antwort darauf gelautet, ja. Jetzt ist klar, das geht auch anders. Zoom ist inzwischen wertvoller als die 7 größten Fluglinien der Welt zusammengerechnet. Überall dort, wo es festgefahrene Vorstellungen von der Zukunft gegeben hat und die Perspektiven vor allem durch mehr Produktion oder durch reines Effizienzstreben geprägt waren, überall dort ist jetzt eine Bruchlinie entstanden. Und wir werden in vielen Bereichen als Folge von Corona entlang dieser Bruchlinien neue Ideen und neue Geschäftsmodelle sehen. Die Digitalisierung hat in diesem Jahr einen großen Sprung gemacht, wird sich dadurch unsere Art zu leben und zu arbeiten verändern. Ja, ganz sicher. Es wäre auch ein gefährlicher Trugschluss, wenn wir glauben würden, dass wir mit Videokonferenzen und Online-Shopping das Thema Digitalisierung erledigt haben und jetzt abhaken können. Im Gegenteil, wir stehen erst am Anfang der Entwicklung und müssen aufpassen, dass aus der Turbobeschleunigung des Jahres 2020 nicht ein Strohfeuer wird. Es ist unbestreitbar, dass künstliche Intelligenz und Algorithmen schon jetzt oder doch sehr bald bei analytischen Tätigkeiten besser sind als wir Menschen. Sich auf ein Wettrennen gegen die Maschinen einzulassen, wäre daher Unsinn. Wenn die Maschinen immer bessere Maschinen werden, dann müssen wir Menschen immer bessere Menschen werden. Unsere Daseinsberechtigung in der Arbeitswelt von morgen hat zu tun mit Emotion, mit Kultur, Kreativität und Humanismus, aber nicht mit Kopfrechnen. Welche Fehler sollten wir vermeiden? Ja, entscheidend wird sein, nicht aus falsch verstandener Bequemlichkeit oder nostalgischer Sehnsucht heraus in das alte Spiel zurückgehen zu wollen. Wir müssen das neue Spiel, das uns dargeboten wird, mutig und auch tatkräftig annehmen. Dazu gehört Experimentieren, Lernen, Forschen. Krisenzeiten sind letztlich ein sehr fruchtbarer Nährboden für das Neue. Was ist die Prognose für das Jahr 2021? Wir haben im letzten Jahr die Krise nicht bewältigt, sondern zu verwalten versucht. Wir wollten uns irgendwie drüber retten. Kurzfristig ist es verständlich, aber es ist natürlich auch kein Rezept für ein gelungenes, langfristiges Morgen. Jetzt geht es darum, aus der Orientierungslosigkeit, die uns umgibt, Hoffnung zu schöpfen und Aufbruch zu gestalten. Das gilt es sowohl politisch, wirtschaftlich, aber auch persönlich zu tun. Ich glaube ganz fest daran, das Jahr 2021 wird das Jahr, in dem sich die Zukunft tatsächlich entscheidet.
Das war Espresso, der Zukunftsimpuls für den Blick nach vorne. Mein Name ist Franz Kühmeier und ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Alle Informationen finden Sie auf www.blicknachvorne.com. Abonnieren Sie diesen Podcast und seien Sie auch das nächste Mal wieder dabei, wenn es wieder heißt: Vorne ist, wo sich noch keiner auskennt.